Ich bin mir nicht sicher. Ich probiere das erstmal, wie es da aussehen würde. Ist das denn hier mittig, der Ausgang? Doch, der müsste eigentlich mittig sein. Doch, der ist mittig und der ist auch mittig zur Monsterfalle hier. Kaum zu glauben, dass das unser erster Spawner war damals. Ich bin da immer noch so ein bisschen... Ist unfassbar, was daraus inzwischen geworden ist. So. Das Ding würde ich gerne zumachen und ich würde gerne die Glasröhre bis nach oben führen. Den Spawner würde ich dann gerne wegmachen und woanders hinsetzen. Habe ich ja schon angekündigt, sodass wir quasi da den direkten Eingang nach unten haben. Hier hätten wir dann Zuschauertribünen, müssten uns nicht um sowas scheren hier. Und könnten dann quasi hier ganz elegant drumrum bauen. Und dann muss ich mal gucken, wie ich dann nach unten baue oder ob ich dann wirklich den ganzen Boden wegreiße und hier so eine Doppeletage mache, beziehungsweise hier halt so eine Riesenetage. Bin ich am Überlegen. Dann ist natürlich die Frage, wie man den Eingang da hinten macht. Da müsste dann so eine Treppe nach unten führen und dann so Zuschauertribünenmäßig. Das wäre vielleicht gar nicht mal so uncool. Ja, ist glaube ich geiler, als wenn ich jetzt ein... Oder? Ist das geiler? Dann muss ich den ganzen Boden wieder rausreißen. Aber es ist geiler und die Musik inspiriert mich gerade dazu. Die Musik! So, die Musik inspiriert mich vor allen Dingen mal... Ach nee, eine Axt habe ich ja noch. Vor allen Dingen haben wir da eine Menge Holz wieder. Tut mir leid, wenn ich das jetzt wieder rausreiße und vor allen Dingen, dass ich jetzt wieder alles komplett nochmal umbaue. Aber ich glaube, es ist wirklich geiler dann. Probieren wir es doch hier mal so ein bisschen. So testweise. Alter, dann haben wir schon wieder alles umgebaut hier. Ich muss nur gucken, dass ich mir die Treppe nach oben noch lasse. Okay, das wird interessant. Jetzt werde ich Gesprächsthemen brauchen. Und ich habe mir die Gesprächsthemen aufgeschrieben. Ich hatte so ein paar im Petto. Habe ich natürlich wieder vergessen. Und das Notepad gerade hinter Minecraft liegen. Was total sinnvoll ist. Aber die dramatische Musik gibt mir auf jeden Fall recht. So, so würde das von hier schon mal aussehen. Ich glaube, das könnte ganz geil werden. Und ich glaube, es wird Zeit, dass wir auch mal so ein größeres Projekt hier in Angriff nehmen. Und was bietet sich da mehr an als die Monsterfalle? Wenn wir mal ehrlich sind, die ist doch prädestiniert dafür. So, da bin ich mal, bin ich mal sehr gespannt. Das wird jetzt natürlich ein bisschen knifflig und vor allen Dingen wird es natürlich mega ätzend, jetzt wieder alles hier rauszureißen. Tut mir echt sorry. Aber ich glaube, das ist die beste Entscheidung, die wir hier machen können. Und es wird auf jeden Fall ein bisschen dauern. Ich wünschte, ich sollte mir mal vielleicht eine Axt enchanten oder so. Müssen wir nur gucken, wie die Tür ist. Und da machen wir dann eine kleine Treppe runter. Nee, nicht keine kleine Treppe. Wir machen einfach so eine Zuschauertribünentreppe runter. Die ist dann drei breit einfach. Boah, da haben wir gerade alles so mühsam ausgekleidet. Jetzt kommt der blöde Gronkh mit seinen... bekloppten Spontan-Ideen und macht die ganze Scheiße wieder zunichte. Aber ich will den Witz auch gar nicht reißen mit LP in die Länge ziehen, weil der ist schon so ausgelutscht wie so eine Bahnhofsoma. So, weißt du, kannst du auch nicht mehr bringen. Was ist eigentlich eine Bahnhofsoma? Ich habe keine Ahnung. Können wir wieder auf das Thema Hustensöhne zu sprechen kommen. Aber naja. Lassen wir mal lieber. So, wir brauchen dann auch eigentlich an jeder Seite nochmal so Baumstämme und überhaupt bräuchten wir vielleicht mal hier Steine, die halt zwischendurch mal durchgehen. Damit wir ein bisschen Abwechslung haben und nicht alles nur komplett aus Holz ist, damit einfach mal so ein bisschen Abwechslung mit drin ist. Ach, das wird ein Spaß, Freunde. Das wird ja ein ganz großes Kino. Lalalalalalalala. Ich bin froh, dass wir momentan mit Monster auskämpfen, mit Monster auskämpfen vor allen Dingen. Mit Monster ausspielen, weil wir werden die ganzen Fackeln jetzt mal wegreißen. Das heißt, wir befinden uns ATM wieder im Baumodus, kann man sagen. Für diejenigen, die noch nicht so lange zuschauen. Der Baumodus ist der Modus, wenn wir mal größere Projekte angehen. Scheiße, wie komme ich jetzt da rüber? Ist der Modus, wenn wir größere Projekte angehen, wo wir einfach mal die Monster ausschalten. Und uns einfach nur aufs Bau... Au. Aufs Bauen konzentrieren. So. Ein Stick. Oh, aber das sind aber wenige Stickies. Aber dafür haben wir ja Holz jetzt ohne Ende. Oakwood erinnert mich immer an Fable. So.
Das soll erstmal reichen und dann machen wir uns hier erstmal. Ich glaube, Äxte werden wir. Da können wir gleich drei machen. Sind wir mal verschwenderisch heute? So. Ich habe schon wieder Tab gedrückt eben. Ha, 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 Hilfe. Hier können wir eigentlich auch mal die Dinger wegreißen. War eine super Idee. Geh ich doch mal hier lang. So, Freunde, das wird jetzt auf jeden Fall noch eine ganze Weile dauern. Ich fürchte, das wird ja wahrscheinlich... Aber andererseits, wir hatten schon lange nicht mehr so ein langes Bauprojekt. Wenn ich jetzt noch Gesprächsthemen hätte, dann wäre das natürlich Ultimo. Nehmen wir mal die Fraggles. Nee, aber ey, ernst, kennt noch jemand die Fraggles? Das war... Das gibt's ja heute nur noch als Beleidigung, du Fraggle. Ach, das war noch ein Gesprächsthema. Das war so, das kam ja bei dem Husten so ein Thema auf, dass es ja immer darauf ankommt, wie man es meint, was man sagt. Dass man jedes Wort als Beleidigung benutzen kann. Und das stimmt. Und ich finde, ganz ehrlich, das ist so eine... Diese Art, kunstvoll zu beleidigen, ist eigentlich ein Thema. Das sollte man auf jeden Fall mal ansprechen. Weil du kannst wirklich aus jedem Wort eine Beleidigung machen, die wesentlich besser ist als diese Beleidigung, diese besagten Beleidigungen von gewissen Professionen, die man immer mal wieder auf YouTube liest. Wenn man zum Beispiel sagt... Ja gut, du alte Papiertüte ist jetzt nicht unbedingt ne, so originell, aber du Wurst mit Gesicht und sowas, weißt du, du kannst alles machen. Und da habe ich noch gelesen, was waren das andere? Schusterjunge. Ist eine Beleidigung aus dem Mittelalter, die ich richtig geil finde, die feiere ich ja extrem. Die könnte man heute vor allen Dingen auch im Bereich des, ich sag mal, deutschen Sprechgesanges wieder einführen. Oder halt hier so Ghetto-Slang-mäßig. Ey, guck dich mal an, ey, du siehst aus wie ein Schusterjunge. Die passt einfach so richtig rein. Ein Schusterjunge ist so ein Ding. War früher im Mittelalter eine Beleidigung. Heute halt eher nicht mehr so. Wird nicht mehr so gebraucht. Aber ich find's einfach geil. Ne, also wenn ihr mal jemanden beleidigen wollt, schreibt doch einfach, du Schusterjunge. Und ich sehe schon kommen unter den Kommentaren überall, ey, Schusterjunge. Ja, auf jeden Fall schön. War deswegen eine Beleidigung natürlich, weil es ein ärmlicher Beruf war. Das ist, naja, Tellerwäscher, weiß ich nicht. Ey, Tellerwäscher kommt nicht so geil. Was gibt's denn noch so für Sachen? Du Schnürschuh? Nee, das war eigentlich so, das war so eine kumpelhafte Bezeichnung. Wir hatten, als ich noch in Braunschweig gewohnt habe, da hatten wir immer so kumpelhafte Bezeichnungen. Wir hatten überhaupt immer so komisch bildliche Bezeichnungen. Für zum Beispiel, lass mal gehen, hatten wir dann so Worte wie, lass mal koffern. Oder lass mal einen Schuh machen. Ja, das war so norddeutsch irgendwie. Ich weiß nicht, wir hatten da mal diesen Straßenslang, haben wir das ja, oder ist, war das ja eigentlich auch? Wir haben es nicht nur so genannt, das war ja auch so. Und da hast du halt immer so ganz komisch geredet. Lass mal einen Schuh machen, lass mal koffern. Oder, na, die Biege machen, das war dann doch schon eher ein bisschen älter. Sagt man heute auch nicht, lass mal die Biege machen. Aber ich glaube, das war damals irgendwann in den Filmen haben sie das immer gebracht. Deswegen. Das war so irgendwie cool. Ich glaube, das waren so 80er Jahre, da hat man so gesprochen. Da kommt auch dieses Groovy her. Ne, das kommt aus den 70ern. Ach Mann, ich bin so verwirrt. Die 70er hätte ich ja gerne mal aktiv miterlebt. Weißt du, weil... ich stelle mir das so vor... Vor allen Dingen diejenigen, die hier so Eltern haben, zum Beispiel aus den 70ern, also die da so ihre Jugend verlebt haben, die haben ja diese volle Hippie-Bewegung mitgenommen, weißt du, immer, ey, Peace, Love, Harmony, ein bisschen, ey, lass mal noch einen Spliff bauen, Alter. Obwohl, früher haben die ja nicht so geredet. Lass mal noch ein Friedenstütchen rauchen, ich weiß gar nicht, wie die geredet haben, auf jeden Fall haben die geredet, das kam auch mal vor. Au! Und das muss man ja mal miterlebt haben. Oder so Woodstock vielleicht, wenn die da irgendwie so... Ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Achso, was mache ich denn? Ich mache hier auch wieder was Falsches. Halt, so, da laufen dann alle nackt ums Lagerfeuer und rufen Jupp Heidi, weißt du? Das machst du heute eher nicht mehr. Außer vielleicht am Nacki-Strand. Hier FKK und sowas. War jemand von euch schon mal am FKK-Strand eigentlich? Ist ja mal eine berechtigte Frage. Ich, also auch bei den jüngeren Eltern nehmen ja vielleicht ihre Kids dahin mit. Ich weiß es nicht. Wäre mal super interessant, was das für eine Erfahrung ist. Ich persönlich war ja noch nie da. Und ich glaube auch, das wird so schnell nicht passieren. Ich möchte ja niemanden verschrecken. Ne, mit meinem männlichen Auftreten. Da werde ich bestimmt gleich als Schirmständer missbraucht. Muss ich selber lachen. Naja, als Cocktailschirmchen. So, auf jeden Fall, was war das denn gerade? Habt ihr gerade ein Flüstern gehört? Da war doch gerade ein Flüstern. Und das war nicht aus dem Lied. Das Lied ist gerade Quest for Glory und da kommt so ein Flüstern nicht drin vor. Ach, ich glaube, das ist noch von meinem Soundpack, wenn eine Höhle in der Nähe ist.
Dann gibt es auch mal ein Flüstern. Ich stelle mir das in Caves besonders schön vor, wenn man da durch so ein Cave... Oh. Wenn man da durch so ein Cave läuft und dann fängt es auf einmal an zu flüstern und du weißt nicht, wo es herkommt, das dürfte recht psycho werden. Da freue ich mich ja auch schon drauf. Hui. Und in ein Cave, in eine Höhle. Wir Deutschen sagen ja Höhle und diese Anglizismen auch immer. Boah, wie bin ich ankotzen. Anglizismen. Zum Beispiel diese ganzen Penner, die Let's Play schreiben, statt lass uns spielen Minecraft. Oder lass uns Minecraft spielen oder sowas, aber das ist einfach zu lange im Titel und Let's Plays hat sich etabliert. Genauso wie diese ganzen anderen Anglizismen. Jetzt fallen mir keine ein. Scheiße, jetzt wollte ich gerade ein paar tolle Beispiele geben, jetzt fallen mir aber absolut keine ein. Was haben wir denn da für Anglizismen? Weiß jemand welche? Boah, mir fallen gerade absolut keine ein. Das ist ein bisschen spooky. Hm. Ihr könnt natürlich auch ebonizen, favorizen, ne? Thumbs up, dear peoples. Alter, was? Ach, das ist ja unsere kleine Höhle wieder. Oh, eigentlich steht die ja unter Denkmalschutz, aber ich fürchte, die wird jetzt auch nicht mehr überleben. Oh, 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 Holz. Oh nee, das darf ich nicht abreißen. Obwohl ich da eigentlich Glas drauf machen, drum machen müsste, ne? Au. Ja, scheiß auf Denkmalschutz, die kommt weg. Ich höre gerade irgendwas rumwandern, aber es dürften ja keine Monstrositäten sein. Ein Schwein! Alter, jetzt muss ich das ganze Holz hier wegreißen. Das wird natürlich noch ewig dauern, aber ich freue mich, dass wir jetzt wieder ein größeres Projekt in Angriff nehmen. Freue ich mich echt drüber. Hat mir ein bisschen gefehlt, sowas wie die Monsterfalle damals bauen. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Überhaupt die größeren Projekte machen mir mehr Spaß, als einfach so ein komisches Haus wieder hinklatschen. Obwohl der Bauernhof auch... Der Bauernhof war auch spaßig, aber ich muss sagen, die Monsterfalle hat mir mitunter am meisten Spaß gemacht oder überhaupt diese größeren Projekte, auch die Erntemaschine und sowas. Ich mag es immer ein bisschen größer, weißt du, immer ein bisschen hier. Big Wigs, nee, wie hieß das Scheißspiel nochmal? Das mussten wir heute komme ich gerade, es ist Freitag auf Samstagnacht und ich kam gerade aus dem Livestream, habe immer noch das Day of the Tentacle Shirt an. Und sitze jetzt hier wieder brav und nehme fleißig auf. Denn morgen aufnehmen, für morgen sind keine Folgen mehr da, also für heute inzwischen. Und außerdem hat ja der Manuel Geburtstag, da feiern wir eine Sause. Ist ja auch, man müsste eigentlich echt mal in den Let's Plays immer irgendwelche Wörter bringen, die es so nicht mehr gibt. Eine Sause feiern. Das wird eine super Sause, Jungs. Ich muss mir mal so ein, ich habe ja noch so ein Lexikon der bedrohten Wörter, wo dann die ganzen alten Sachen nochmal drinstehen, aber das wollte ich mir mal immer in den PC legen und immer irgendein Wort mit ins Let's Play einbringen, habe ich aber bis heute nicht gemacht. Weil ich stehe ja auf diese Wörter wie Schnafte und Knorke und Schnabulieren und weiß ich nicht was. So, jetzt muss ich mal gucken, wie machen wir jetzt weiter am besten. Das muss ich mal ein bisschen verknusen hier, was ich bisher gemacht habe. Und hier müsste jetzt eigentlich so eine andere Schicht. Eine Schaufel habe ich mir nicht gemacht. Ne, natürlich nicht. Wozu eine Schaufel? So, pass auf. Dann gehe ich mal ganz kurz runter hier. Alter, das wird skurril hier alles. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Projekt, weil das so groß ist. Aber wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. Oh, Cherie, es ist wieder Franzosen-Time, ihr Indie-Let's-Play. Oh, ich bin so berechenbar. Wenn ein Akkordeon spielt, dann bin ich ganz auf die Französische. Bin ich auf Liebe eingestellt. So, was machen wir? Ach komm, wir machen uns eine Axt. Lieber... Ah, nee, nicht eine Axt. Quatsch, hier, eine Dingens, eine Schaufel. Wollte gerade sagen, eine Axt hat viel mit Liebe zu tun, jetzt bin ich wieder raus. Eigentlich müssten wir uns sogar noch... Mache ich uns mal wieder drei Schaufeln. Das wird ja alles noch ein bisschen dauern hier. Und danach würde ich wirklich gerne langsam wieder in eine Höhle stiefeln. Pass auf, die drei hier nehme ich auch noch mit. So. Und dann mache ich hier erstmal ein bisschen weg. La 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 la. Das wird jetzt alles dauern. Alter Schwede. War euer Wunsch, ne? Ist nicht meine Idee, hier das alles so zu machen. Aber ganz ehrlich, ich freue mich drauf. Deswegen bin ich auch sofort drauf angesprungen. Also fast sofort. Ich musste mich ja noch ein bisschen überwinden. Und ich bin sicher, es wird auch nachher besser sein als irgendwie wieder ein weiteres Haus. Und dann mache ich diese Hausidee, die ich hier eigentlich hatte, die mache ich dann lieber anderswo. Wo wir nicht ständig Monster haben, die uns, hier Zombies und sowas, die uns zwischengrölen und bla.
So, ich habe ein bisschen die Befürchtung, wenn ich hier jetzt wieder Monster anmache. Erstens mal werden uns alles zudröhnen hier die ganze Zeit. Und hier kann ich... Da müsste ich eigentlich auch aus Glas was machen. Ah, ich bin unschlüssig. Andererseits, wenn wir hier den Eingang machen, der Spawner ist nicht mehr da, dann hat der ganze Glaskasten hier keine Bedeutung mehr so richtig. Theoretisch müsste man die Zuschauertribünen noch viel weiter unten machen, und zwar bei der XP-Maschine oder sowas, aber... Oh, die Tür ist natürlich jetzt auch super. Ja, der geheime Garten mit dem Eremit, der ist dann hier irgendwann aus dem Garten gerungen, hier runtergefallen, war tot, deswegen sind hier wieder Zimmer frei. So war das damals. Voll die tolle Geschichte. Eieiei, ich fürchte, wir werden hier noch ein bisschen sitzen, Freunde, ne? Ich weiß gar nicht, wer sich das ausgedacht hat hier, diesen Mist. Wart ihr ja zum Glück. Ich lade mir da keine Schuld auf. Das wird aber auf jeden Fall ein bisschen dauern. Ich bräuchte jetzt, am besten bräuchte ich jetzt ein bisschen Hilfe hier. Und das sind halt so die Momente, wo man sich sagt, ach Mensch, hätte ich mal jemanden hier mit dabei, dass man jetzt zu zweit die Steine kloppen kann. Und die Umfrage hat ja auch ergeben, die indirekte, ich habe ja mal gefragt in der Folge, ob das okay wäre, wenn die Leute, die ja zu Gast sind, auch dann hier im LAN quasi mitspielen würden auf der Welt, dass ich einen Server kurz draus mache und dass wir hier gemeinsam zocken. Und das kam ja auch auf eine riesige Akzeptanz. Hätte ich ja gar nicht gedacht. Ich habe das vor Ewigkeiten mal gefragt und da hieß es, nee, bloß nicht, mach kein LPT draus. Also hier, mach kein, mach das alleine, pipapo. Und jetzt inzwischen ist das aber schon, glaube ich, relativ gut akzeptiert, dass man so zusammen zockt und dass man auch zusammen in einer Welt zockt. Zumal so eine Sachen hier würden dann einfach auch doppelt so schnell gehen. Muss man einfach mal sagen. Oh, Kohle, Kohle, Kohle. Ach Mensch, diese Scheißhöhle hier. Immer falle ich darauf rein und drunter und überhaupt. So, du Wurst mit Gesicht. Kommt nicht ganz so bedrohlich, ne? Man kann das zwar als Schimpfwort sagen, aber ich glaube, so im Battle wäre das, glaube ich, eher scheiße. Dann kommt dir da so ein Typ mit seinem Butterfly entgegen und du, weiß ich nicht. Ey, Kollege Schnürschuh. Hat dann irgendwie nicht so wirklich die Durchschlagskraft. Oh, Ultima Musik. Nicht Ultima 9, sondern generell Ultima Musik. Ich glaube, das erste Mal kam das von Ultima 6, wenn ich mich recht entsinne. Stones, genau. Stones heißt es. Und das wurde dann, glaube ich, in jedem Ultima-Teil wieder verwurstet, das Lied. Übrigens, wenn ich mich recht entsinne, wurde das Lied wirklich geschrieben. Die Figuren in Ultima sind ja echten Personen nachempfunden. Also YOLO und Dupré. Und der YOLO, der war Bade in-game, hat aber auch Outgame. Der Typ, dem da YOLO nachempfunden war, macht auch Outgame-Musik und hat dieses Lied komponiert. Nur mal so als kleiner wissenswerter Beitrag, wieder ein bisschen Game-Lore hier auspacken. Weil ich sowas immer ganz schön finde, so ein paar Sachen nebenbei zu erzählen, auch über das Spiel, über andere Spiele. Einfach mal ein bisschen zu palavern. Ich glaube, ein Thema, um das ich gebeten wurde... Ja, das gehört nicht dazu, das war wieder eine Höhle irgendwo in der Nähe. Ein Thema, um das ich gebeten wurde, das zu besprechen, boah, war das laut, war übrigens das Leben nach dem Tode. Aber dieses Thema hatten wir ja schon, wenn ich mich recht entsinne. Macht also nicht viel Sinn, wenn ich das jetzt auseinanderklamüsern würde. So, pass auf, dann mach hier schon mal alles weg. So, boah, hier ist alles nur mit Holz. Das kann auch weg, dann mache ich hier das hier auch weg, so. Und das kann dann eigentlich auch weg. So, Leben nach dem Tod hat man jedenfalls schon mal auch so von wegen Thema Wiedergeburt, was ich wohl glaube, wie das so ist. Boah, das Lied ist gerade ein bisschen sehr laut. Und da hatte ich ja nochmal mit der Energie, die nicht, die irgendwo abgeleitet werden muss und so weiter, aber ich bin natürlich auch kein Physiker auf dem Gebiet, dass ich mich da 100% auskennen würde. Überhaupt alle Themen, die ich anschneide, mache ich ja eher mit einem gefährlichen Halbwissen, kann man sagen. Das heißt, selbst wenn ich mal irgendwas sage und vor allen Dingen im Let's Play ist es auch schwierig, über Dinge zu philosophieren oder Dinge anzusprechen und richtig darauf einzugehen. Einfach, weil man ja noch mit Spielen beschäftigt ist. Das heißt, man kann immer nicht alles ableuchten, vergisst mal die Hälfte und so weiter. Das ist immer so ein bisschen knifflig, gerade bei schwierigen Themen.